Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Boom! Ich wache auf und als ein erfolgreicher professioneller Fitness-Influencer habe ich Routinen, die jeden Tag das Maximum aus mir rausholen. Um ein erfolgreicher professioneller Fitness-Influencer zu sein, um zu jeder Zeit auf Pump zu sein, springe ich motiviert aus dem Bett, um direkt ein paar Push-Ups rauszuhauen. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Denn als ein erfolgreicher Fitness-Influencer weißt du nie, wann du den nächsten Post raushauen musst, um deine Follower daran zu erinnern, welch einen aktiven und fitten Lifestyle du hast. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Wenn du ein erfolgreicher Influencer sein willst, musst du gut aussehen, also machst du dich fertig, damit deine Haare sitzen und deine Zähne glänzen. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Doch wie oft du dich duschen musst, ist eigentlich egal, denn die meisten Menschen sehen dich niemals live irgendwo trainieren. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Da du nur einen Post brauchst, auf dem es aussieht, als würdest du Sport machen. Natürlich darf bei der Morning Routine ein Kaffee nicht fehlen. Da ich natürlich als erfolgreicher professioneller Fitness-Influencer Intervallfasten mache und erst gegen Nachmittag meine erste Mahlzeit zu mir nehme. Außerdem nimmt man als professioneller Fitness-Influencer seine Vitamine und Mineralstoffe nicht über die Nahrung zu sich, sondern über pulverisierte Greens, die dazu auch noch super schmecken. Nach dem Frühstück steht natürlich das nächste Training an. Dazu einer Morning-Routine eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers ein Workout am Tag nicht reicht. Routinen eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers. Denn ich muss meine Follower daran erinnern, wie sportlich und fit ich als professioneller Fitness-Influencer bin. Ich poste natürlich wieder mein Training, denn ich möchte euch motivieren und dabei geht es natürlich nie ums Geld. Dieses Video ist gesponsert bei LSP Sports. Die Qualität der Produkte überzeugt nicht nur die zahlreichen Kunden, sondern auch die Fachwelt. LSP ist Deutschlands meistprämierte Sporternährungsfirma. Neben dem Landesehrenpreis NRW, welcher an die besten Lebensmittelproduzenten NRWs verliehen wird, erhielt LSP viele andere Prämierungen, inklusive den FIBO Innovations Award und andere. Der einzige Part des Videos, der irgendeine Art von Sinn hat. Nach meinem Workout brauche ich wieder Motivation, also schaue ich mir ein Motivationsvideo auf YouTube an, um wieder in den Flow eines erfolgreichen professionellen Fitness-Influencers zu kommen. If you have a goal in mind and you want to achieve that goal, you have to be willing to do whatever it takes. And if you're not, you're never going to reach that goal. Doch dann klingelt auch schon mein Wecker, denn es ist Zeit für den nächsten Post auf Instagram. Ich mache schnell ein Foto mit gutem Licht, bearbeite es dann in Photoshop und suche eine Caption raus mit einem coolen Motivationsspruch aus dem Internet, um euch als meine Follower, als ein professioneller Fitness-Influencer zu motivieren. Immer noch keine neuen Follower. Es war nur ein Traum. Was soll ich nur machen? Follow for follow bringt auch nichts mehr. Wie werde ich nur ein Influencer? Yo Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Mal ein bisschen was anderes. Ich hatte einfach Bock, so eine Art Video mal zu machen. Inspiriert hat mich D-Trix. Er ist schon ewig auf YouTube aktiv und hat ein Video gemacht, auch in diese Richtung. Also könnt ihr mal reinschauen, das heißt Treats of a Professional Dancer. Und ja, ist schon 2 Jahre alt, das Video, und ich hatte einfach Bock, heute so ein Video in der Art zu machen und hatte 2 Stündchen Zeit und habe dann einfach mal gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder in einem neuen Video. Lasst mir gerne ein Abo da und ja, ich hoffe einfach, ihr habt das nicht so böse aufgenommen. Es ist kein Diss gegen Influencer oder sowas, sondern ich bin ja selber irgendwie Influencer im Fitnessbereich und deswegen ist es einfach nur Spaß, ist nichts Böses. Niemand soll da gedisst sein mit und ja, einfach, dass ihr wisst, ist einfach nur Spaß, okay? Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.